So, letztes Mal bin ich genau hier stehen geblieben. Wir waren auf der Suche nach Alt. Oh ja, Bogen nehme ich. Genau. Eigentlich. Holzhassel. Easy. Machen. Ja. Sehe ich genauso. Genau, wenn ich jetzt aber schon hier bin, deswegen habe ich die letzte Aufnahme auch dann beendet. Ich glaube, sonst wäre es irgendwie zu lang geworden. Will ich mich hier auch umschauen? Denn ich denke, in solchen Ruinen gibt es einiges zu holen. Auch wenn es nur Klebeband ist, ja. Wir nehmen das ganze Zeug auf jeden Fall mit. Hier ist ja auch so ein Posten von Verbannten, die einen halt angreifen. Wo ich letztes Mal schon gemerkt habe, ist ganz cool, dass der Dudas auf jeden Fall dabei ist. Ich sammle ja echt hier nur Schrott. Das ist ja lit. Also ohne Dudas wäre ich hier sehr, sehr aufgeschmissen. Tja, hier sind Etagen über Etagen mit Schrott. Hier singt irgendwas. Holzschild. Das sind die Voraussetzungen für sowas. Noch ein bisschen Konstitution. Aber dann kann ich es anziehen. Ist halt die Frage, ich würde eh irgendwann noch Konstitution skillen. Ob man das machen soll. Oder ob ich mir die Sachen lieber ein bisschen also die Attributspunkte aufheben soll. Weil ich hätte dann auch Lust, noch Bögen anzuziehen. Und dafür brauche ich es ja auch. Also Geschick. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen was in Konstitution skill, dann ist halt Geschick nicht mehr da. War ich jetzt hier schon? Ja, okay, hier war ich schon. Aber die ersten Leute habe ich gekillt. Da hinten ist auch eine Ruine. Speicher mal. Oh. Jetzt bist du dran. Ich helfe. Werde ganz cool. Ah, oh, shit. Okay, auch ein neues. Ich darf da nicht als erstes drauf gehen. So, du, das geht hier in den Bogenmodus. Alter, was greift denn der Boy mich an? Okay, ich muss ein bisschen healen. War ich gerade vergiftet? Alter, die hat eine scheiß Kettensäge oder was ist das? Nice. Man muss nur bedacht an die ganze Geschichte hier rangehen. Hier was zu looten, müssen wir kurz hier unten gucken. Hier ist leer. Hier ist doch irgendwas zum Hinrichten, oder? Oder dass man den Kopf da durchsteckt. Die Hütte hier noch. Auch wieder ein bisschen viel Crap. Eine Chest wäre hier ganz cool. Die ich wahrscheinlich eh nicht öffnen könnte. Backe ich jetzt hier drin? Ich back hier drin. Ah, Name ist. Okay. Ey. Okay, ich komme da nicht gescheit hoch. Ich sehe, dass da eh nichts drin ist. I guess. Hier vielleicht? Eine Handgranate. Heiztrank. Schlafsack, okay.
geht jetzt gleich weiter. Das ist verwirrend, wenn jetzt hier zwei mit den Jetpacks rumfliegen. Gut, dann begebe ich mich mal wieder in Richtung Alps oder Positionen, wo Alps sein könnten. Oh Gott. Oh Gott, Gottesgewalt. Oh mein Gott. Hier ist ein Teleporter. Dunkle Zeit ist das. Wohl wahr, du, das wohl wahr. Oh, ich hab gar keinen Bock auf dieses fette Viecher. Also ja, mal so gar nicht. Ich mach gar keinen Schaden wieder mal. Okay, ich weiß schon, wer hier den Kampf verlieren muss. Du, das ist tot. Okay, ich musste gerade die anderen nochmal besiegen. Ich nehme jetzt einen anderen Weg. Da unten kann ich es voll vergessen durchzugehen. Weil wenn ich sogar Duras schon ficken, ja? Den krassen Ficker. Dann mich fünfmal. So. Alter, wir haben ihn aber auch hier. Wühler, komm mal her. Und noch mehr, beide keinen Schaden. Interesting. Die Fähigkeiten machen hier echt was. Diese Fallen oder... Fuck. So. Der Boy Licht. Lass mal kurz in Sicherheit gehen. Ominöser Zettel. Ich mache mir gerade mehr Sorgen um Duras. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Ich sehe seine Lebenspunkte nicht. Mich interessiert gerade, ob er überhaupt regenerieren kann. Weil mir stirbt er gerade ein bisschen zu schnell irgendwie. Also, und so bin ich es auch nicht gewohnt. Normalerweise legt er das Zeug eigentlich leicht. Na, hier unten ist nix. Da vorne kämpft doch irgendwas. Okay, nee. Dunkle Zeiten sind das. Ja, wohl wahr. Ein Köcher? Alter, was geht hier auf? Goldbrocken? Okay, ich kann jetzt nicht selbst Hand anlegen. Gut, ich glaube, dann konzentriere ich mich lieber auf die Quest, wenn der mir hier so schnell stirbt. Ich muss nach da drüben. Oh, ich muss da hoch. Mhm. Vielleicht schaffe ich es noch dort mit meinem Jetpack. Okay, hat geklappt. Ha! Ratten. Hier scheint es zu sein. Gut, dann muss es... Okay, sorry. Dann muss es wohl... Rind des Diebes. Ui. Also hier. Ring des Diebes. Okay, ich kann nur eine Sache ausrüsten, aber ich nehme die maximale Gesundheit, vor allem wenn ich hier unterwegs bin. Aha. Okay, ich glaube, der ist einfach dadurch gekonnt, aber egal. Sonst. Mal da hochschauen.
diesen Heiltrank, aber scheint ruhig zu sein hier. Nein, das will ich doch gar nicht, hoppa. Ah, es gibt noch eine Etage. Okay. Und hier hätte man auch hochgekonnt. Obviously. Axt. Also Waffen findet man jetzt doch ganz gut. Bloß sind die wahrscheinlich alle während nicht. In den letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen. Die Corporation hat ihnen einen Rettungstransport zur Verfügung gestellt, welcher sie und ihre Familie in Sicherheit bringen wird. Ich sage es nicht gerne, aber die Straßen sind jetzt schon komplett. Gut. So viel hier zu werden Helden geboren. Speer? Ah, Mann, das ist doof jetzt. Ich wollte die Memo hören. Ich gehe mal hier hoch. Kann ich das Federvieh? Huhn, aka Huhn. Gut, und der letzte Point ist dann da hinten. Und dann nichts wie hin. Was sind denn das für Kackgeräusche die ganze Zeit? Man denkt zu irgendeinem Dschungel in Uganda oder sowas. Jetzt müssen die aber alt sein, oder? Unter uns. Halt! Keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Hm. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Oh ja. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Erst denken, dann handeln, Commander Nezol. Hm. Du bist jetzt ein Abtrünniger, wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich werde meine Rache kriegen, und wenn ich dabei untergehe. Nun gut, ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen, und wir wussten, die Elexatoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexatoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexatoren. Jetzt? Sieht gut aus. Ich speichere mal. Muss ich die jetzt killen oder nicht? An und für sich?
Die sind ja offensichtlich nicht mehr wirklich Alps. Also zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Ich schau mal kurz ins Questhandbuch. Hake möchte, dass ich mich auf die Suche nach ein paar versprengten Alps begebe. Okay, er will, dass sie verschwinden. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Was genau? Ein Gefühl der Schuld und der Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Oh, okay, jetzt wird's. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Ihr werdet von Alps gejagt? Ja, Elexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Jetzt wird's halt interessant. Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen.
Nicht solange die Alps blind dem Wort der Elexitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Hakon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Okay. Also vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir cool mit denen bleiben. Speichern. Ich klatsche hier mal meinen Marker drauf. Und wir schauen uns mal die Quest von denen hier an. Ja. Wo muss ich hin? Nicht allzu weit. Geschwächter Alp. Ja, korrekt, wenn die geschwächt sind. Uras, komm mit. Also wäre natürlich auch Erde, wenn hier... Lisa jetzt dann nochmal der andere Alp mitkommen würde. Hauptsache, ich rede irgendwie gefühlt eine halbe Stunde mit ihm und habe keine Ahnung, wie der Boy heißt. Ein Weltenherz. Mit ihnen reden wir die Welt an. Ein Herz nach dem anderen. Ach komm. Komm, hör auf. Okay. Hier, oder? Gleich um die Ecke. So, damit gespeichert. Aus Sicherheitsgründen mache ich es gefühlt aktuell in der Wildnis alle 30 Sekunden. Ich werde Viehzeug. Oh, das sind die Alps. Kann ja interessant werden. Ich speichere und dann geht's Kamikaze rein, würde ich sagen. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Okay, hier hinten ist alles cool. Nicht ganz. Fuck! Ja. Einer ist tot. So. Auch dead. Muss nur ein bisschen gucken, dass Anduras hier nicht stirbt. Oder ich? Fuck! Also, nach 1000 Mal sterben. Voll nicht, Leute. Das wird nichts. Ah, da komme ich nicht weiter. Ich glaube, ich habe jetzt echt 15 Mal geladen oder so. Fernkampf, ich weiß nicht. Die haben gefühlt Zielsuche an. Würde ich fast sagen. Hier ist der nächste Teleporter. Ich gehe mal zu Hakon. Schmiede? Okay. Nee, ich geh mal zu Hakon und frag, was jetzt da los ist. Und ich gebe die... Was war's denn jetzt noch? Nee, Heilpflanzen war's nicht. Irgendwas anderes war's jetzt noch, was ich abgeben sollte. Ich mach das eben mal. Ich schau mal kurz nach. Wegen des Klerikers.
Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. Recht und Ordnung mit... Okay. Eine Sache, die ich jetzt hier abgeben konnte. Harkon muss ich immer noch finden. Und genau, dann gehen wir mal zu Ragnar und gucken, was abgeht. Ich kann mir den Satz zwar schon wieder denken, aber never mind. Na, ich bin hier noch ganz kurz hängen geblieben im Cormac. Angriffsstärke werde ich skillen. Haut den Schaden hoch. Für die nächste Stufe brauche ich schon 70. Ja gut, Nahkampfschaden wäre halt auch noch so eine Geschichte, aber da brauche ich auch Geschick. Und noch Stärke. Und auf die beiden Sachen möchte ich ja gehen, weil irgendwann Bogen soll es ja auch mal sein. Okay, nur kurz zwischendurch. Vielleicht gibt es ja dann auch mal bald ein bisschen mehr Schaden. So, Harkon. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Ja. Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Nee, jetzt komm herunter, Alter. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Das kann der so? Bring mir etwas bei. Ja. Rüstung. Oh. Erhöht den Schutz deiner Rüstung mit jeder Stufe. Nehme ich auf jeden Fall, Alter. Da brauche ich gut Konstitution. Tiertrophäen. Braucht man sowas? Extra Headpoints. Das, da dass ich so oft sterbe. Ich gehe mal kurz noch ein bisschen hier auf Konstitution. Dass ja auch tanky werden halt, weil sonst wird die ganze Geschichte mit dem Nahkampf nichts. Irgendwas bei. Ja, bla bla bla. Extra Hitpoints. Jawoll! So läuft das Ganze doch. So, was ich jetzt noch mache. Muss ich jetzt überhaupt noch zu den anderen, zu den Alps? Irgendwie dem Bescheid sagen? Okay, egal was ich jetzt noch mache, ist. Ich hab's gleich. Nahrungsnachschub. Ein neuer Deal. Energie. Dieser Bewegungssensor. Den hole ich mir jetzt noch. Vielleicht ist ja was Positives dabei. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Hier ist der Bewegungssensor. Der ist ja gleich in die Ecke. Echt jetzt? Okay, schaut mal hin. Hier unten. Naja, gut. Ich kann ja von oben rein, weil da... Schön. So, sag dir du das jetzt was, wenn ich hier rumstehe. Ich speichere mal. Nee, juckt ihn gar nicht. Weil er ein Ehrenmann ist. Am Ende snitcht er mich einfach beim Ragnar und sagt, ey, der hat da was aus dem Schlund genommen. Hier loote ich schon auf jeden Fall durch. Das ist bloß die Frage, ob ich jetzt vorne an diesem Boy vorbei sollte, weil der soll das ja eigentlich hier bewachen. Presslufthammer! Aber das nervt, dass man die immer anquatschen kann.
Analyse. Systemfehler. Daten senden. Negativ. Feindanalyse. Bewaffnung. Marginal. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Nice. Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich das noch nicht so genommen. Das ist mein eigener R2-D2, ja? Wenn sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Ich glaube, mein R2-D2 ist nicht mehr so... Was ist das Problem? Auf der Analyse. Höhe. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Sarkasmus ist da. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. 8%. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Okay. Mein Ehrenroboter. Ich dachte erst, irgendwie wurde hier gebastelt. Macht er denn jetzt irgendwas? Hauptsache, da fliegt einfach irgendwas aus dem Schlund raus. Weil ich habe gespeichert, komme ich jetzt an dem vorbei. Verschwinde von hier! Du hast hier nichts verloren! Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde! Hauptsache, ich war schon drin, ne? Verschwinde! Unbefugt! Okay. Ja gut, brauche ich auch nicht mehr rein. Dann geht's jetzt mal zurück. Weil... ich kann jetzt zum Cormac. Dann schickt der wegen dieser Unterstützung seine Leute zu dieser Essenslieferungsstelle. Und dann habe ich wieder was für die Gemeinschaft getan. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Ja, perfekt. Dann ab zu Cinder. Du, das rennt mir schon die ganze Zeit hinterher. Ich selbst will irgendwie bald mal was von meinen Elixir abhaben.
für die ganze Arbeit. So, nee, ich muss, glaube ich, noch da gehen. Oder? Jetzt nach unten. Ja. Alter. Das ist mir schon öfter jetzt passiert. Nee, ich glaube. Ah, die Cinder war ja... Ah, shit! Ich wollte zur Taverne gehen. Cinder hat ja irgendwie Taverne 2. Echt jetzt? Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Ach, du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. War das Beste, was ich hätte machen können. Was kann die mir beibringen? Bring mir etwas. Natürlich. Lebenstheorie erhöht deinen Überlebenswert. Gibt dir sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Okay, das ist... Ich kann hier traden. Du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Ja, gut. Also nichts, was ich hier lernen kann. Wegen Attributen. Egal. Ist auch ganz interessant, aber ich finde, das ist hier schon echt sehr umfangreich. Also heftig umfangreich. So. Es geht hoch. Ragnar, es wird mal wieder spannend. Ah. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Kann ich schon machen. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Okay. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Ja, dann gib mir halt meine Rüstung. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. So. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Kenn ich. Born sagt, du hast ihn bei seiner Mutter... Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Kenn ich auch nicht. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinen... Du hast bei den Werkern wohl ein... Mhm. Meine Frau, wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen... Ja. Du hast mir bei der Sache mit... Ja. Eine große Hilfe scheint... Egal. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Ja. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. So viele Splitter habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Keine Sorge, Duras, das wirst du auch nicht. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Ja. Denk darüber nach. Ja. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Ja. Gut, aber das muss bis zur nächsten Folge warten. Jetzt habe ich endlich den Dialog freigeschalten. Ich will bei den Berserkern mitmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, freut euch auf die nächste Folge. Ich bin gespannt. Neue Rüstung, neue Waffen, neue Magie und dann durch die Welt und alles hier wegschnetzeln und weg. Bis zum nächsten Mal.